Bist du eine ehrliche Haut? Ehrlich währt am längsten und Lügen haben kurze Beine. Diese Redewendungen sind so zeitlos wie wahr. Wer im Leben erfolgreich sein möchte, kann sich nicht ewig hinter Maskeraden und Flunkereien verstecken. Die Wahrheit kommt früher oder später ans Licht. Manche Menschen fürchten diesen Moment mehr als jeden anderen. Doch für die Ehrlichen unter uns wird dieser Tag niemals kommen. Sie gehen aufrecht durchs Leben und haben nichts zu verbergen. Wir möchten uns daher heute diese seltene Spezies näher anschauen und uns der Frage widmen, was zeichnet einen ehrlichen Menschen aus? Nummer 1. Er lässt niemanden im Unklaren. Ein ehrlicher Mensch spielt niemals mit verdeckten oder gezinkten Karten. Er hat nichts zu verbergen und wüsste nicht, wieso er seine Mitmenschen bewusst in die Irre führen sollte. Seine Absichten legt er klar dar oder verheimlicht sie zumindest nicht. Auch das Spielen von irgendwelchen Spielchen oder das Agieren mit Psychotricks ist nicht seine Art. Wozu kompliziert, wenn es auch einfach geht? Nummer 2. Er kann zugeben, wenn er sich irrt. Ein Mensch mit ehrlichen Absichten versucht nicht, sich hinter anderen zu verstecken oder ihnen gar den schwarzen Peter zuzuschieben. Einen Irrtum eingestehen kann er daher jederzeit und er scheut sich auch nicht davor. Diese seltene Qualität ist dieser Tage eine echte Auszeichnung und steht symbolisch für die Handschlagqualität und Verlässlichkeit dieser Personen. Nummer 3. Er hält sich an seine eigenen Regeln. Wasser predigen und Wein trinken, wer kennt das nicht? Einen ehrlichen Menschen werden wir allerdings nie dabei ertappen, wie er die eigenen Regeln bricht, wenn er sie anderen sehr wohl aufzwingen will. Das Stichwort hier lautet Authentizität. So manche Blender lassen sich so ertappen und enttarnen, die anderen gerne Lektionen erteilen, aber selber nicht danach handeln. Nummer 4. Er kann Kritik verkraften. Konstruktive Kritik ist etwas, mit dem ein ehrlicher Mensch bestens umgehen kann. Natürlich freut sich niemand über negatives Feedback, aber wer nichts zu verbergen hat, kommt damit klar. Besonders irritiert und ungehalten reagieren immer nur solche Menschen auf Kritik, die in ihrem tiefsten Inneren wissen, dass sie berechtigt ist. Doch sie streiten lieber alles ab, als sich den Tatsachen zu stellen. Nummer 5. Er ist vertrauenswürdig. Was du einem ehrlichen Menschen unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraust, wird nicht publik. Solche Persönlichkeiten scheuen alles, was irgendwie mit Tratsch und Klatsch zu tun hat. Lästereien und das Köcheln in der Gerüchteküche sind ihnen zutiefst zuwider. Allein schon aus dem einen Grund, weil die Betroffenen sich nicht verteidigen oder wehren können. Nummer 6. Er lässt sich nicht von Reichtum oder Besitz verführen. Auch ein ehrlicher Mensch strebt ein gutes Leben an. Böse Zungen behaupten zwar, dass man mit aufrichtigen Absichten kein Vermögen anhäufen kann, doch ein ansehnlicher Wohlstand sollte möglich sein. Allerdings wird es nie passieren, dass diese materiellen Besitztümer der Motor oder Antrieb für einen ehrlichen Menschen sind. Sie sind eine angenehme Nebenerscheinung, mehr nicht. Nummer 7. Er bringt allen Menschen denselben Respekt entgegen. Beobachte Menschen, die du näher kennenlernen möchtest, wie sie sich anderen gegenüber verhalten. Wer nämlich für jeden Menschen eigene Kategorien bildet und sie nach sozialer Schicht, Herkunft, Religion oder Bildungsgrad aussortiert und anders behandelt, meint es nicht ehrlich und zwar mit niemandem. Höflichkeit ist das Mindestmaß an Umgangsformen ehrlicher Menschen und keine Zugabe. Nummer 8. Er tritt für seine Überzeugungen ein. Manchmal müssen wir unsere Meinung vertreten und zu unseren Werten und Überzeugungen stehen. Das macht uns nicht immer populär und lässt uns gelegentlich sogar gegen unsichtbare Wände laufen. Doch für ehrliche Menschen gibt es hier keine Kompromisse. Wofür ihr Herz schlägt und ihre Seele brennt, dafür setzen sie sich ein. Nummer 9. Er übernimmt Verantwortung für sein Handeln.
Was für Fehler gilt, gilt auch für Konsequenzen. Nicht immer hat das, was wir anstoßen, auch den gewünschten Erfolg. Manchmal müssen wir Asche auf unser Haupt streuen und von vorne beginnen. Ehrlich ist hier, wer sich nicht aus der Verantwortung stiehlt und das gerade biegt, was er absichtlich oder unabsichtlich in den Sand gesetzt hat. Nummer 10. Er steht zu seinem Wort. Nichts lässt uns schneller an den ehrlichen Absichten eines Menschen zweifeln als ein gebrochenes Versprechen. Dieses, von einem Dichter einst sogar als gesprochenes Verbrechen bezeichnet, lässt schneller die Katze aus dem Sack als jedes Lügenmärchen oder jede noch so haarsträubende Ausrede. Was wir sagen, muss immer mit dem übereinstimmen, was wir tun. Passiert das nicht, ist Ehrlichkeit kein Punkt auf unserer Prioritätenliste. Nummer 11. Er hält nichts von Lästereien oder dem Verbreiten von Gerüchten. Es gehört dieser Tage schon fast zum guten Ton, jede Menge Falschmeldungen zu platzieren und haltlose Gerüchte in die Welt zu setzen. Wir lieben es, Tratsch und Klatsch zu verbreiten, je pikanter und sensationslüsterner, desto besser. Ein ehrlicher Mensch macht hier nicht mit. Er prüft beide Seiten einer Geschichte und macht sich erst dann ein Bild von einer Sache, wenn ihm alle Fakten vorliegen. Das Ablästern über Abwesende ist für ihn ein klares No-Go. Nummer 12. Er schmückt sich nicht mit fremden Federn. Die Leistungen anderer als die eigenen zu verkaufen, zeugt nicht gerade von einem guten Charakter. Es ist vielmehr ein handfester Meineid, den wir uns hier leisten und fällt somit definitiv in die Kategorie Lüge. Eine ehrliche Haut würde niemals die Errungenschaften anderer als ihre eigenen anpreisen. Was hätte sie langfristig auch davon? Der Effekt wäre nicht ansatzweise derselbe, als wenn man dieses Ziel wirklich und wahrhaftig erreicht hätte. Unser heutiges Fazit: Ehrlichkeit macht sich bezahlt. Es ist nicht nur eine Frage der Moral, ob wir ehrlich oder unehrlich durchs Leben gehen möchten. Ein aufrechter Charakter macht uns unser Dasein zudem viel einfacher, wenn auch nicht unbedingt immer bequemer. Eine Notlüge dann und wann ist sicher eine gelungene Exit-Strategie, wenn die Wahrheit zu sehr schmerzen oder uns in Bedrängnis bringen würde. Doch langfristig fallen uns jede Lüge und jede Scharade wie ein Bumerang auf den Kopf. Betrachte jede unehrliche Absicht, jedes leere Versprechen und jedes Mal, wo du versuchst, deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wie die sprichwörtliche Grube, die du damit anderen gräbst. Und wie dieser Sinnspruch endet, weiß, seien wir ehrlich, jeder. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.